Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 2. Hier immer noch im Seattle des ersten Tages mit Abby. Wir sind immer noch auf der Suche nach Owen. Wir begeben uns jetzt zum Aquarium und sie denkt ja, dass sie ihn dort finden wird. Und ob sie das tatsächlich tut, wissen wir gar nicht. Wir wissen zwar, was mit Owen passiert. Spoiler, es ist nichts Gutes. Ihr habt es vielleicht gesehen. Aber wir wissen natürlich noch nicht, was in der ganzen Zwischenzeit mit Owen und den anderen Freunden von Abby passiert ist. Und deswegen werden wir jetzt mal weiter voranschreiten. Und schauen, was in dieser Geschichte noch passieren wird. Es ist ziemlich sicher, dass wir auf die Seraphiten wieder treffen werden. Die erklärten Erzfeinde der Wolves hier in Seattle. Wir haben allerdings auch schon einige sehr, sehr nette Waffen bekommen, mit denen wir den Seraphiten hoffentlich Herr werden können. Die Ältesten wird es freuen, so nah beim Märtyrertor zu sein. Verdammt! Der Ort ist rau. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten. Möge sie als Beispiel für andere dienen. Ausreißerin? Das klingt ja schon mal seltsam. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwie hier wegkommen und das dürfte gar nicht so leicht sein. Denn wenn ich auch nur einen Schuss abfeuere, kommt direkt die ganze Kompanie angelatscht. In welche Richtung kommt der? Das ist erstmal ganz gut gelaufen. Scheiße, okay. Guckt euch das mal an hier, das ist ja krank. Und schnell. Was? Ein Wolf! Hier drin! Hey, das ist unsere Chance! Fuck! Fuck! Okay, ich dachte, ich falle jetzt in die bodenlose Tiefe. Oh! Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind sie? Abby? Da vorne. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn mein Zielfernrohr, was ich in der letzten Folge noch anmontiert habe? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe jetzt... Oh. Okay, folgendes. Das kann schon mal nicht sein. Das ist schon mal irgendwie ganz merkwürdig. Wir laden jetzt nochmal den Speicherpunkt, den ich oben hatte. In diesem Save-Punkt. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Wo ist denn das geblieben? Ich habe doch extra manuell gespeichert. Damit wir das auch wirklich dran behalten, weil dieses Zielfernrohr für unser... Ich weiß gar nicht, was genau das für ein Gewehr ist. Ist halt richtig wichtig, weil das eigentlich die einzige Waffe ist, die wir wirklich gut auf Entfernung nutzen können. Hier haben wir nochmal diesen schönen Blick. Also, jetzt muss ich nur noch runter zur Straße. Hier lagen ja auch noch ein paar Sachen. Ich packe das. War klar, direkt in den Ska-Lager gerannt. Ah ja, guck mal. Er hat das tatsächlich alles nicht übernommen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Da muss ich da mal drauf achten. Dann wird er das ja ein paar Mal sonst auch nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, was mir da bisher alles durch die Lappen gegangen ist. Also wir brauchen auf jeden Fall das Zielfernrohr. Super wichtig. Super wichtig einfach. Okay, perfekt. Jetzt sind wir bereit für den Krieg. In den Kampf und zum Sieg. Gut, das war jetzt nicht original Abbys Stimme, aber... Ja, guckt euch die ganzen Munition an, die wir hier haben liegen lassen dadurch. Ich meine, alleine dieses Jagdgewehr ist halt richtig heftig. Ich glaube, ansonsten war hier nichts mehr, aber wie gesagt, dass wir das jetzt doch nochmal gemacht haben, war durchaus wichtig. Jetzt können wir wieder runter. Ausreißerin. Von was für einer Ausreißerin reden die Seraphiten, die Scars? Verdammt. Der Ort ist drauf. Alter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, können wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang eine Gruppe. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Iva! Wir werden angegriffen. Es kam von da hinten. Ein Wolf ist hier. Fuck. Ist natürlich die Frage, wie sie jetzt hochkommen, ob sie überhaupt hochkommen können. Schnappen wir uns erstmal. Ah, wobei, nee, das nehmen wir mal nicht. Wir haben ja gerade die verbesserte Nahkampfwaffe. Oh, wo? Da vorne. Das läuft doch gar nicht mal schlecht. Ich meine tatsächlich auch, dass Abby durchaus eine bessere Waffenkontrolle hat als Ellie. Was nicht großartig verwundern sollte, wenn man sich überlegt, dass Abby halt eine Soldatin ist. Wo? Da unten. Na. Nein. Heftige Sachtenruinen. Wir sind nicht allein. Aus dieser Richtung. Wieder so einer von diesen Brechern. Oh fuck.
Hölle! Da oben ist sogar noch einer. Und da vorne. Autsch. Da hat zur Abwechslung mal nicht der Nagel, sondern der Hammer auf den Kopf getroffen. Boah, Alter! Heidewitzka! Ja. Mit Abby will ich halt mal so ein bisschen Rambazamba machen, weil sie es halt kann. Sie ist halt wirklich, wie gesagt, eine Kämpferin. Sie hat eine gute Waffenkontrolle und so weiter und so fort. Das kann man mit ihr machen. Von daher müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier möglichst alle Sachen erwischen, die man hier irgendwie mitnehmen kann. Denn wir haben ganz schön viele Federn gelassen gerade. Wir haben sehr, sehr viel Munition verballert. Da vorne ist das Riesenrad. Und dann der mögliche Safe-Punkt beim Aquarium. Bin gespannt, ob das dann auch tatsächlich so sein wird. Mehr Munition für die Pistole ist immer willkommen. Hier können wir nicht lang gehen. Hier haben wir alles gelootet. Hier, wir haben irgendwie alle auf einem Fleck erwischt. Es ist schon ein bisschen, naja, ulkig. Aber sie wollten halt da sterben. Ich meine, sie haben sich ihr Grab selbst ausgesucht. Aber Wahnsinn auch, wie viele es eigentlich waren. Ja, das wollen wir nicht unbedingt tauschen. Vielleicht mal die Taschenlampe anmachen, wollte ich gerade sagen. Mal so ein Vorschlag von mir. Da können wir wieder was craften. Es ist... Oh, das nehmen wir mal. Ich hatte jetzt irgendwie auch wieder das Gefühl, dass die Rohrbomben nicht so wirklich geil sind. Oder dass ich zumindest die Molotovs von Ellie... Die Namen sind leider so ähnlich. Sehr, sehr viel geiler finde. So, hatten wir hier oben jetzt noch was? Das war ja der ursprüngliche Ort. Lag hier noch was? Ne, eine Flasche. Damit kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich würde tatsächlich vielleicht mal die nehmen, oder? Okay, hier haben wir dann alles. Hier geht es nicht weiter. Es würde hier runter gehen zum Beispiel. Fressnell steht hier. Nee, du. Die ist schwanger. Die muss ich nicht unbedingt essen. Lehne dankend, aber bestimmt ab. Ich glaube, da vorne geht's weiter. Könnte ich mir vorstellen. Erstmal alles aufnehmen, was hier noch irgendwie gut sein könnte. Waren wir jetzt hier vorne schon überall? Sieht auch wieder so aus, als würde man dann hier nicht zurückkommen, wenn man jetzt da runterrutscht. Deswegen durchaus Obacht. So ein Point of No Return ist manchmal nicht so witzig. Ja, das sieht mehr aus wie bodenlose Tiefe.
Und hier haben wir alle erschossen. Okay. Naja gut, dann bleibt uns sowieso nur der Weg da vorne. Rohrbomben kommen. Ja. Ich hab's ja gesagt. Muss ich runter zur Straße. Oh fuck. Da vorne haben wir sie doch gerade schon wieder gesehen. Wie viele sind denn das? Also ich denke, man kann wirklich sagen, das ist nicht weniger als ein Krieg hier zwischen den Seraphiten und den Wolves mittlerweile. Wir haben sie erwischt. Zwei Kugel, zwei Treffer. Kugeln. John Wick wäre stolz auf mich. Ich habe von Baba Yaga gelernt. Oh fuck. Dafür habe ich trainiert. Wow. Scheiße. Sie haben uns. Kein Denkmal gebaut. Jeder Vollidiot weiß, dass das den Plan versaut. Was ist denn jetzt passiert? 4 Monate zuvor? Okay. Aber wieder beim Aquarium. Hey, ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Och, hübsch. Ein paar Lampignons. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Also Lampignons sind meine liebsten Ions nach Champignons. Kann man sagen. Er hat echt gestrichen. Guckt euch das mal an hier. An ihm ist ja ein Künstler verloren gegangen. Du überstreichst doch nicht etwa Max' Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Santa Barbara? Die Ex-Fireflies sammeln sich dort. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Mit Mel? Das ist ja lustig. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir.
Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Ich wollte noch weiter rumquietschen. Das Spiel lässt mich nicht. Ich bin traurig. Was ist das denn? Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Oder sowas. Na, danke für die Auskunft. 11880, ey. Schauen wir uns noch ein wenig. Oh. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Ich stelle selber Schnaps her. Auch geil, ey. Ich will dieses Schießspiel spielen. Abigail, was wird das? Du bist der Einzige, der mich so nennt, weißt du? Stimmt. Alle anderen entweder Apps oder Abby. Mel 10, Owen 9. Und was? Oh, der Bogen. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Sei ganz locker. Wie viele Ziele sind es denn? Wo sind sie denn? Hey, Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Autsch. Boom! Also, es tut mir schon weh. Ist hier noch irgendwo ein Ziel? Wo denn? Hier oben? Hier! 30 Sekunden. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. 30 Sekunden. Irgendwo ist hier noch ein Ziel. Aber wo? Wo? Ich sehe von hier oben keins, also von hier, von so weit weg meine ich. Nur noch 10 Sekunden. Da? 5, 4, 3, 2, 1. Ach, scheiße. Ich hätte es fast geschafft. Oh, so knapp. Aber? Schreib die Punkte an. Nächstes Mal wird's besser. Mach ich später. Oh mein, hast du Angst, dass Mel rausfindet, dass ich hier war? Was? Nein, das ist dir egal. Dann schreib meine Punkte an. Scheiße, ganz ruhig. Acht. Wo sind denn die anderen beiden Ziele verflucht? Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Da oben, guck mal. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Da ist noch ein Ziel. Das haben wir übersehen. Und hier. Scheiße, eigentlich recht offensichtlich.
Also Zeit genug hat man auf jeden Fall. Schon ärgerlich, dass man es nicht nochmal machen kann, aber gut, dann ist das so. Was haben wir denn hier noch? Diesen lustigen Gummibaum. Pff. Hat die Robbe da vorne einfach mal einen Cocktail oder der Seelöwe? Warum diese Rückblende hier? Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Das ist echt schön. Ein klein bisschen Besinnlichkeit in dieser trostlosen Welt. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also... Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest... Weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Kurz bevor sie nach Jackson aufgebrochen sind, um Joel zu töten. Wobei sie ja offenbar gar nicht daran gedacht hatten, dass sie ihn treffen könnten. Aber das haben sie dann doch. Die Seraphiten. Sie haben uns. Ah!
Scheiße. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Komm. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Haarscharf, ey. Eine sehr unerwartete Gemeinschaft mit diesen beiden ehemaligen Seraphim. Lev und Yara. Und hier haben wir Stalker. Na, diese Yara ist wahrscheinlich erstmal hin mit ihrem Arm. Da ist nicht mehr so viel zu retten. Gott, sie sind überall. In der Dunkelheit lauern sie. Komm, Lev.
Lev ist ziemlich gut. Oh, mit dem Bogen. Scheiße. Ich weiß gar nicht so genau, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu lange von Yara weggeblieben. Die schlägt aber auch so doofe Haken hier, Mensch. Du bist doch kein Karnickel-Mensch. Was ist das da vorne? Okay. Danke, Lev. Die haut aber auch zu. Ja. Wir müssen weiter, bevor noch mehr kommen. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss in diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich? Schnell. Sie kommen wieder näher. Yara, wo lang? Direkt nach vorne. Wo ist Lev? Da.